Julian, ich bin heute hier mit dem Joachim und der Joachim kommt jetzt vor, weiß ich, ein, zwei Monaten war es in Thailand, oder? Ja. War in Thailand und wir hatten uns jetzt gerade vier Wochen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was so in Thailand anders war. Mich haben einige Sachen interessiert, vor allem halt was die Tiere angehen und so weiter, weil ich da ein bisschen empfindlicher bin und da auch sehr viel Respekt habe, weil ich auch irgendwann mal nach Thailand möchte. Aber eine Sache war sehr interessant, über die wir geredet haben, und zwar eine Erkenntnis, die du gemacht hast. Sag's einfach mal, was bei den Thailändern anders ist als bei uns Europäern vielleicht. Ja, die regen sich nicht wirklich auf und die fluchen nicht. Die fluchen nicht. Und das fand ich total interessant. Und hast du da auch schon eine Theorie entwickelt, warum sie nicht fluchen, oder hast du das nur bemerkt? Ja, eine Theorie, da wird es schwierig. Ja. Aber man merkt es ja. Und wenn ich jetzt von mir sprechen darf, und zwar, ich war dann das erste Mal wieder auf der Autobahn und da habe ich mich halt früher aufgeregt. Und ich war eigentlich so ein Typ, der gerne geflucht hat, also innerlich, nicht unbedingt laut, aber manchmal habe ich mich auch geärgert. Und mir ist halt aufgefallen, die Thailänder, die sind da total locker drauf. Die fluchen nicht, und das sind nicht nur die Thailänder. Ich weiß es auch von den Japanern und ich nehme deswegen auch an, dass das generell so ist bei den Asiaten. Und die reagieren stattdessen. Also irgendwie, ich finde, man bleibt da hängen, wenn man flucht oder sich ärgert, ist ja egal. Und anstatt da irgendwie Energie reinzustecken, dann habe ich das Gefühl, die reagieren einfach, und das ist für meine Begriffe die richtige Vorgehensweise. Also das heißt, die haben eine Situation, wo wir so fluchen würden, also eine frustrierende Situation, tun die halt nicht dieses, im Endeffekt, es hat ja keinen Sinn, fluchen. Fluchen ist ja nur Fleisch, dass man vielleicht so den Sinn, dass man irgendwie das irgendwie abbaut, so Energie rauslässt oder sowas. Das wäre vielleicht der einzige Sinn, den ich im Fluchen vielleicht sehen würde, dass du irgendwie was loslässt von dir. Ja. Und sie machen, sie reagieren. Was meinst du, sie reagieren? Naja, mal nehmen wir ein Beispiel. Ja. Fluchen ist ja auch eine Reaktion in dem Sinne. Ja, schon, aber die sind sozusagen nicht unzufrieden mit der Situation. Wenn was jetzt nicht klappt, zum Beispiel, oder wenn was nicht so wird, wie ich das gerne hätte, dann ärgern die sich nicht, sondern die verändern einfach die Situation. Das heißt, sie reagieren auf die Situation, die hat sich ja verändert. Die passen sich an die neue Situation. Genau, es ist nicht so geworden, wie man es geplant hat. Und anstatt sich zu ärgern, sind sie schon dabei, die Situation schon wieder zu ändern, auf das eigentliche Ziel hinzuarbeiten. Von mir aus, dass sie das noch das zweite Mal machen oder dass sie es jetzt besser machen oder dass sie aufwischen einfach, anstatt sich zu ärgern, dass was verschüttet ist oder so. Weißt du, so. Und das ist eigentlich im Endeffekt auch, wenn man selber darüber reflektiert, eigentlich auch das, wenn man jetzt von außen eine Situation betrachtet und sieht, jemand flucht, und man analysiert die Situation dann und man macht, was wäre ideal, dann wäre es ja eigentlich dann wirklich genau das Ideale. Das, worüber man flucht, eben nicht die Situation zu ändern, warum man flucht oder sich darüber anzupassen. Also die Situation, sie ist ja, wie sie ist, dass man sich daran anpasst und dass man, wie du sagst, jetzt reagiert. Aber wie gesagt, die Frage ist, ist dieses Fluchen an sich nicht auch irgendwie eine Befreiung? Hat das nicht auch irgendwo eine Qualität? Oder? Ja, das ist die Frage. Also wenn ich es analysiere, also ich glaube, es hat damit zu tun, dass man mit der Situation nicht zufrieden ist, dass es sozusagen schlimm ist, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat oder nicht so gut geklappt hat, wie es hätte sollen. Also eine fehlende Akzeptanz der Situation einfach. Ja, oder ein unnötig hoher Anspruch, eine Art Perfektionismus, den ich sage. Und das ist eigentlich, also wie du jetzt meinst, gar nicht raus muss, und dass das vielleicht, weil ich sage, das ist eventuell heilsam, wie gesagt, ich habe jetzt mal nur die Position eingenommen, ich bin auch nicht der Meinung, dass es so ist, sondern dass es halt im Endeffekt wirklich in der Tat so ist, dass die Situationen so kommen, wie sie kommen, und wenn sie bereits geschehen sind, dann ist ein Fluchen einfach nur ein Rückblick in die Vergangenheit, und im Endeffekt, du kannst an der Situation, also du tust mit dem Fluchen an der Situation nichts ändern, sondern halt tatsächlich wirklich nur rekapitulieren und quasi nicht im Jetzt leben, sondern in der Vergangenheit leben. Und damit eigentlich, scheiße, fluchen. Ja, man kann es halt besser machen, finde ich. Und ich finde, dass die Thailänder es besser machen. Und hast du mal ein paar Thailänder provoziert oder sowas, damit du das besser sozusagen wissenschaftlich erfassen kannst? Ja, also es gibt schon, natürlich gibt es Situationen, wo die Thailänder total ruhig sind, wo man denkt, frage ich da oder ist es denen irgendwie unangenehm oder so, war nie der Fall.
War nie der Fall. Die sind einfach, ja, relaxed. Die sind sozusagen schmerzfrei in der Sache. Na, hast du konkrete Situationen oder ist es einfach ein Generalist? Es gab auch mal eine Situation, da bin ich, also die haben Linksverkehr. Ja. Und ich bin mit dem Thailand hat Linksverkehr. Thailand hat Linksverkehr. Ah, okay. Ja. Und ja, ich komme. Du bist rechts gefahren. Ja, ich bin mal kurz rübergekommen und dann habe ich gemerkt, dass, also typisch deutsche Reaktion wäre genau. Und es kam kein Hupen, das war eine Frau, die ist einfach ausgewichen, fertig. Ja. Ihr kam auch noch entgegen. Ja, klar. Wir waren auf Kollisionskurs. Ja. Wir waren auf Kollisionskurs. Ja. Und sie ist dann einfach ausgewichen. Die hat sich nicht aufgeregt, sondern die hat reagiert. Mhm. Voll geil. Ja. Und generell so in Thailand, die jetzt mal unabhängig von diesen, wie du sagst, reagieren, statt frustriert zu sein. Ja. Hast du da irgendwie noch andere Sachen entdeckt, wo du sagst, Thailänder grundsätzlich anders? Oder war das jetzt nur so die eine Sache? Würdest du den Thailänder, den typischen Thailänder bezeichnen? Und der Unterschied zwischen Europa? War da noch irgendwo was, wo du jetzt sagst, Mensch, da gibt's schon einiges. Wobei ich sagen muss, dass auch ein bisschen Unterschied ist, ob du Stadt oder Land bist, genau wie bei uns auch. Mhm. Aber im Prinzip, so der typische Thailänder, würde ich sagen, der ist... also intuitiver, spontaner, kindlicher sozusagen. Mhm. Also die unterhalten sich mehr und lachen auch mehr. Sind viel mehr fröhlich. Also viel mehr echt, viel mehr präsent, viel realer, so die Richtung. Und auch nicht so, wenn du bei uns durch die Stadt gehst, ne, dann gibt es so viele, die machen so ein ernstes Gesicht. Ja, das gibt es da auch, aber selten. Ja. Zum Beispiel. Aber man sagt eigentlich den Asiaten, dass sie überhaupt kein Gesicht machen. Dass, egal, ob sie lachen oder weinen, du erkennst das nicht, weil die immer dasselbe Gesichtsausdruck haben. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Nee, ist nicht so. Nee. Ich war doch nicht Asiat. Vielleicht ist es so, dass wir nicht so gut in deren Gesichtern lesen können. Das könnte möglich sein, ja. Aber natürlich haben die auch, die werden auch mal stinkelig. Mhm. Auf jeden Fall. Und das siehst du. Das siehst du. Also, aber du siehst es selten. Und diese Freundlichkeit, die man den Asiaten unterstellt, würdest du nicht sagen, ist nicht so, sondern es ist eher so, dass sie halt echter sind echt und da auch teilweise vielleicht unfreundlich oder sind sie wirklich tendenziell freundlicher, weil das ist das Einzige, was ich so kenne als Asiaten sind freundlich, immer lachen. Ja, das gibt zum Teil auch, dass es, wie man sagt, aufgesetzt ist. Ja, aber, eben, das ist ja das. Aber ich habe den Eindruck, dass der Prozentsatz derjenigen, also ich meine, das gibt es in Deutschland auch, ne? Also dieses echte freundlich, sieht man ja bei Kindern zum Beispiel, ne? Oder ja, und also wir können das auch und das gibt es in Deutschland auch, aber ich finde, dort ist es häufiger. Und also ist schon dort, dass auch die aufgesetzte Freundlichkeit dort schon gibt's häufiger da ist. Auch. Ja. Gibt es da auch. Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Es ist wahrscheinlich nicht in allerletzter Konsequenz, kann ich mir ein Urteil bilden, weil ich einfach nicht lang genug da war. Mhm. Aber wie lange da? Ja, insgesamt 6 Wochen. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass die anders sind. Mhm. Und auch da. War das angenehmer für dich jetzt in Thailand, von den Menschen her? Oder? Auf jeden Fall. Die sind halt auch unkompliziert, das ist total deutlich. Hm. Die haben relativ wenig Verkehrsschilder zum Beispiel und regeln das immer selbst, also von wegen rechts vor links oder so. Hm. Das kennen die gar nicht, die regeln das irgendwie. Wenn da eine Kreuzung ist und es ist dicht, irgendwie. Mit Handzeichen oder mit Nicken oder? Nein, die kriegen das so hin. Ja, irgendwie müssen sie sich ja kommunizieren. Ja, die reagieren ja, sag ich doch. Da fährt einer und fängt an. Ja, und weil der angefangen hat, ja, und dann fahren noch andere mit und das regelt sich dann so. Hm. Das funktioniert einfach so. Das funktioniert spitze. Hm. Ja. Okay. Und ohne Hupen. Ja. Was hast du dir jetzt aus Thailand mitgenommen? Also versuchst du das, so dass du eben nicht frustriert bist und dass du nicht, versuchst du das irgendwie mitzunehmen und hast du dir irgendwie jetzt ein Instrumentarium entwickelt oder denkst du einfach nur dran oder sagst du, es ist interessant, aber jetzt, oder du bist jetzt schon einige Zeit wieder hier, ein paar Wochen, merkst du da von den Veränderungen? Möchtest du was neu machen und wenn ja, wie? Also, mir ist aufgefallen, dass ich halt nicht geflucht habe, sondern auch reagiert habe. Mir ist aufgefallen, dass ich konzentrierter war im Straßenverkehr, wahrscheinlich, weil ich dort mehr aufpassen musste. Mhm. Es ist dort komplexer und weil es halt auch anders ist. Mhm. Und das ist mir auf jeden Fall zugute gekommen. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich wieder sozusagen in mein altes Verhalten zurückfalle, dann reflektiere ich das sofort und mache ruhig. Und das reflektierst du
automatisch jetzt oder hast du da irgendwie, also das merke ich sofort. Du merkst es jetzt sofort. Ich merke sofort, wenn weil ich du Lust dort habe. Nicht so warst oder weil du dort die anderen gesehen hast. Also ist das ein Bemerken, weil du das bei anderen beobachtet hast in Thailand oder ist das, weil du auch in Thailand anders warst? Und das eben selber an dir sozusagen merkst. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mich verändert habe. Das habe ich erst hier wieder gemerkt. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob es daran liegt, dass ich es dort gesehen habe oder dass es einfach daran lag, dass ich so lange Urlaub gemacht habe. Mhm. Auf jeden Fall, ich war verändert und ich möchte diese Änderung, die mir gefällt, beibehalten. Aber ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Und generell nur in Bezug auf das Fluchen oder generell auch auf die Echtheit, dass du vielleicht direkter bist, weil Echtheit ist auch immer mit Ehrlichkeit assoziiert und das ist ja durchaus ein Problem. Ehrlichkeit, wie ehrlich sollte man sein? Da gibt es ja die Diskussion, sollte man 100% ehrlich sein und welche Situationen sich daraus ergeben? Hast du da irgendwelche Rückschlüsse für dich gezogen oder ist das jetzt erstmal wirklich nur auf das Fluchen bezogen? Also ich kam mir vor wie zu Hause, sozusagen, weil ich denke, dass ich auch so bin, mehr in die Richtung gehe als so der Durchschnitt. Okay. Also auf jeden Fall, was die Ehrlichkeit angeht. Und von daher war das begrüßenswert, für mich einfacher und was wolltest du noch was wissen? Das waren zwei Fragen in einem. Ich habe gefragt. Ja, dieses Ehrliche, ja genau, und dieses Echte und so. Ich glaube, dass man das so schnell gar nicht ändern kann. Also, weil, ja, kommt drauf an, wie jemand ist. Aber wenn ich jetzt Statistik machen würde bei den Deutschen, würde dann sagen, okay, Leute, macht mal Urlaub in Thailand. Und dann würde ich denken, viele würden sich nicht ändern. Also ich glaube, dass das länger dauert. Ja, weil kann das möglich sein? Ja. Und mal generell zum Abschluss jetzt mal, mit dieser Echtheit oder dieser Ehrlichkeit, du findest es als angenehmer, würdest du denken, dass wenn das so wäre, dass das generell für die Gesellschaft auch angenehmer ist? Weil so eine Echtheit ist auch immer wieder ein Potenzial für Verletzung und ein Potenzial für Reibung, so Echtheit. Oder vielleicht ist das überhaupt ein Vorteil, echt zu sein? Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Du siehst ja, wenn du im Umgang mit Kindern, ne? Weil ich finde, dass es da noch deutlich ist, dass die da anders sind. Und ich bin nicht der Auffassung, dass man verletzlicher wird und angreifbarer. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Okay. Also das sehe ich gar nicht so. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, es wäre besser und es wäre ein Vorteil für die Gesellschaft. Okay. Auf jeden Fall. Gut, also ich würde sagen, belassen wir es, weil ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Thema Fluchen meint. Hat Fluchen einen Sinn? Weil das ist die Grundthematik, die ich mir gefragt habe, ob dieses Fluchen irgendwann einen Sinn hat oder ob das komplett sinnbefreit ist. Und ja, und was eure Meinung dazu ist. Und würde sagen, wir belassen es dabei und verabschieden uns. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.